Hallo liebe Venom-Skeptiker, Venom-Kritiker, Venom-Hater, wir sind wieder bei Euro 2016, nicht 2026 oder was ich irgendwie so erzählt habe. Das ist Soccer auf dem NES und ihr werdet ein bisschen was wiedererkennen. Ich weiß nicht, ob ihr das Blackbox Tennis auf dem NES kennt und das ist hier das Blackbox Soccer eben. Das ist sehr von den Konami-Varianten inspiriert, die es auf dem MSX gab. Ich mache jetzt mal 45 Minuten, das ist aber keine 45 Minuten Realzeit. Das ist aber ein bisschen eigenwillig. Es hat ein paar Sachen, die interessant sind, aber auch Sachen, die gewöhnungsbedürftig sind. Ja. Also auch die Ballphysik ist ein bisschen komisch. So, Freen! Finde ich bei Arcades immer so geil, wo dann auch ein Wurf ganz großartig präsentiert wird. So, hier haben wir ja Gott sei Dank zwei Buttons. Yes! Ja! Yeah! Schön! Vielleicht war Computer Player 3 doch ein bisschen zu einfach. Es gibt hier übrigens auch tatsächlich Abseits. Gibt es hier übrigens auch. Gut gehalten. So. Und passen. Aber ihr seht schon, es ist nicht das beste Soccer Game der Welt. Und ja, es gibt auch noch bald die ganzen Blackbox-Teile. Ja, macht euch keine Sorgen. Die habe ich ja alle rumliegen. Da ist kein Thema. Die habe ich selber. Das war aus Netz. Das ist auch geil. Das ist beim Abstoß, das ein anderer Spieler macht. Da weiß ich auch nicht, warum die auf den Trichter kam. So. Paar Sekunden vorm Ball und ne? Muss er haben. Genau so. Ja, das war eher schlecht. Das ist schön. Ihr habt ja nach dem Sega Speed Soccer habt jetzt genau den gleichen super Vergleich. So Schlafwagen, Fußball. Ja, ich wusste es. Das schläft mich neben mir ein. Toll. Großartig. Ja. Jubelt, war geil. Boah. Joa, was soll man hier da machen? Ja, das war schon fast ein grenzenlos guter Pass zum Gegner. Genommen. Ah, hat er noch gehalten. Glückspilz. Oder wie wir so schön in der Mario-Welt sagen, Lucky Toad. Komm. So. Komm. Cheese! Forest Cheese! Okay, das ist passen, das ist schießen.
Yes! Absoluter Glückstreffer. Das ist super spannend, ne? Aber es wirkt total die Zeitlupe für mich jetzt. Der ist schön. Der war gut. Der war souverän. Wahrscheinlich hätte ich tatsächlich auch Level 5 machen können. Komm. So nicht. Aber noch vielleicht mal eine schöne Angriffsstaffette. Gerade führt Island gegen England übrigens 2-1. Das wäre so geil. Jetzt sagen rein! Yes! Souverän! Komm, ich kann euch jetzt irgendwas gleich erzählen, wenn das Spiel so weiterläuft. Ich weiß auch schon, was ich als fürs letzte Viertelfinale aufnehme. Kann ich schon sagen. Das Spiel Deutschland-Italien habe ich schon aufgenommen. Uah! Das war so klar. Ja, aber gut gehalten. Und dann sind es ja tatsächlich nur noch 3 Spiele. Es gibt ja kein Spiel um Platz 3. Gibt's ja dieser EM nicht. Nein, gut, nicht, dass jetzt sowieso meistens die Leute eh nicht interessiert, aber das heißt, dann sind nur noch 2 Halbfinale und das Finale. Und das Finale, das wird definitiv mit Pro Evo gemacht. Deswegen kann auch sein, dass ich theoretisch noch gar keinen FIFA 16 mehr auspacke dafür. Jetzt mal rein! Also ihr könnt immer noch Ideen schicken. Gut. Also ich werde es auf jeden Fall so machen, wie weit Deutschland kommt, werde ich auf jeden Fall das mit Pro Evolution machen. Wenn die jetzt gegen Italien, was ja nicht unwahrscheinlich ist, ausscheiden sollten, dann hat man eben 2 Möglichkeiten fürs Halbfinale. Sonst... Aber es wird definitiv, das kann ich auch schon mal ganz klar sagen, in 2 Jahren mache ich sicherlich kein großes Fußball-Special mehr, weil... Da ist nicht mehr. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich vielleicht zeigen wollte, aber die kann ich dann auch machen, wenn ich die Systeme zeige. Ich habe mir zum Beispiel... war ganz doof. Für das ColecoVision mal das Fußballspiel angeguckt, aber das ist, glaube ich, nur Two-Player. Das finde ich dann immer nie so großartig. Mal gucken. Naja, was ganz Antikes, mal sehen. Weil ich das übrigens jetzt gerade mal abseits. Habt ihr das auch gesehen? Es wird tatsächlich abseits gefiffen. Aber das war, glaube ich, beim Konami MSX Soccer, glaube ich, auch. Ne? Wo ich auch total überrascht war, dass es abseits gibt. Ich glaube, ja. Aber das ist, wie man sieht, das ist die Engine, die sie hier einfach zweckentfremdet haben. Was sagt denn die Uhr? Ich frage mich gerade mal, ob ich euch mit der 2. Halbzeit noch quälen soll. Da wird vermutlich nicht mehr so viel passieren. Ah, den hat er. Sonst weiß ich gar nicht, was kann ich euch denn erzählen? Also ich habe im Steam Sale ordentlich zugeschlagen, das kann ich euch vielleicht mal erzählen. Das heißt, ihr könnt jetzt schon mal können wir mal jetzt mal ohne den Anzeige Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag mal so machen. Ich habe auf jeden Fall jetzt wieder ein paar ordentliche
Adventures. Dass wir da auf jeden Fall Material haben. Ich weiß hier, Grüße an den Pink Cap, der sagt, mach endlich Depot hier, du Depp. Ja. Ist auch nie ausgeschlossen. Was war das denn jetzt? Die Two-Minute-Warning? Die es ja bekanntermaßen im Fußball gibt, oder was? Und das dann bei 3 Minuten? Wow! Gut, hat er gesehen, dass der Torwart zu weit raus war. Das Manuel Neuer-Problem. Ja, aber sonst, ihr könnt ja schon mal trotzdem Adventures vorschlagen. Und dann wollen wir mal gucken. Also das werden wir definitiv... 17 wird das Jahr der Adventures sein. Da will ich erstmal die ganze Liste abarbeiten. Und sonst, was System angeht, ja, ein paar Sachen habe ich noch vor mir. Macht euch keine Gedanken. Ich habe mir schon mal ein bisschen was vom Interton angeguckt, übrigens, für Leute, die das interessiert. Also, ich meine, guckt ja, das Special gucken ja jetzt eh nicht so wahnsinnig viele Leute. Da sind wir ja wirklich unter uns, da können wir auch mal so reden. Genau, ich mache einfach so, ich laber in der zweiten Halbzeit mal irgendwas, was mir so gerade mal einfällt. Weil ich denke mal, so spannend wird das nicht mehr. Oh, geil. Cheerleader. Ja. Das ist American Soccer. Major League Soccer, oder wie? Und sie sind alle nahezu gesichtlos. Geil. Das war schon knisternde Erotik, ne? Mach ich wahrscheinlich eher so einen 18er-Button vor. Nein, also ich habe, was ich definitiv mir angeguckt habe, kann ich euch ja mal erzählen. Ich habe mir ein bisschen Sega Saturn und Dreamcast angeguckt. Und ich habe mir von den alten Sachen viel vom Interton reingeguckt. Das wollen wir mal machen. Der High Retro Game Lord, auch wenn er mich im Omni nicht guckt. Selbst schuld. Na, das war natürlich ein Freispiel. Es wird auch wieder was geben zum Tenny, zum Coco. Da ist mir dein Special sehr richtig. VC20 plus 4 kriegt er auch noch. Und sowieso Amiga, Atari SD gibt es noch so viele Möglichkeiten. Also das ist... Da müsst ihr euch, glaube ich, jetzt erstmal nicht unbedingt 17 Gedanken machen, dass mir das Material ausgeht. Ich werde übrigens auch was machen, das weiß ich noch nicht, ob ich das für Leute mache, die man gebrauchen kann oder für alle, das weiß ich noch nicht. Vielleicht kriegen die Leute, die, ich sag mal, ein bisschen aktiver sind, und ich gehe davon aus, die Leute wissen, wen ich meine, die sollen ja auch einen Vorteil haben, wenn sie dementsprechend sich den ganzen Scheiß antun müssen. Und ich kenne ja jemanden, der guckt sich so einen Scheiß sogar auf Arbeit an. Warum machst du sowas? Das ist doch keine Unterhaltung. Nein, Spaß beiseite. Werden die wahrscheinlich auch, werden das wahrscheinlich auch die Gruppierung sein, die dann über ein paar andere Sachen entscheidet. Also da. Weil der Gelegenheitsgucker, der, wie der Name schon sagt, guckt ja halt nur. Ne? Zur Gelegenheit, den kann man jetzt nicht so unbedingt in vielen Punkten ernst nehmen. Da gibt es also andere Leute, mit denen man auch schon was anderes machen kann. Und da habe ich auch vielleicht da 17, 18, 19, 20 irgendwelche Ideen. Aber wollen wir mal gucken. Also da gibt es definitiv ein paar Sachen, die ich machen möchte und ich auch noch dieses Jahr machen möchte. Wie gesagt, ich sag, NES Blackbox habe ich ja erwähnt. Atari Activision möchte ich auf jeden Fall machen dieses Jahr noch. Ich grüße auch mal gerade, falls der Emma Standard das gerade guckt. Habe ich da eine Idee, was wir bitte zu den Olympischen Spielen machen könnten, wenn du dazu Bock und Lust hast. Aber das schreibe ich dir dann morgen noch. Heute Abend werde ich das wahrscheinlich nicht mehr tun. Ich gucke mir gleich das Finale der 6. Staffel von Game of Thrones an. Ich erfing gerade Scheiße ohne Ende, glaube ich. Das interessiert keine Sau, glaube ich. Aber es ist vollkommen egal. Ich quatsche einfach. Das ist, glaube ich, das, was ich am besten kann. Nee, sonst was kann ich euch noch zum Kanal erzählen. Ich vermute mal... dieses Format Anzeige Montag, dann werde ich mit Sicherheit noch mal ein bisschen ausbauen. Habe ich noch mal ein paar andere Möglichkeiten. Ich weiß auch nicht, ob da sinnvoll ist, dass man eine Woche macht oder bei Sachen, wo es auch wirklich was Interessantes gibt. Aber im Augenblick ist ja doch ein bisschen Sommerloch. Ja, komm, rein! Ja. Jetzt der mal. Wieso der Fall war da unten? Wieso habe ich denn nach oben geschossen? Bin ich hier beschissen oder was?
Auf jeden Fall gibt es noch ein paar Sachen, die wir nicht tun. Ich hab sogar schon was für den Microvision aufgenommen. Ha! Aber da kommen wir noch zu. Es gibt noch viele Sachen, die man zeigen kann. Zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel, der Björn, besser bekannt vielleicht den einen oder anderen als Retro-Björn und Gameboy-Gott. Schöner Schuss übrigens. Also jetzt in echt, hier nicht bei mir, aber da weiß ich, dass es einer der wenigen Leute, der tatsächlich noch ein Saber Videoplay kennt. Da haben wir auch noch was vor. Weil das ist ja nicht so sehr überschaubar, das Line-Up. Also das sind nämlich dann Sachen, die sind ganz gut. Nee, Level 3 ist definitiv viel zu niedrig für mich. Da hätte ich gleich auch Level 5 gehen können. Ist ja bei der MSX-Version nichts anderes. Na gut. Na, was willst du machen? Guck mal, ein bisschen was erzählen. Was ich euch auch schon versprechen kann, das kann ich euch auch schon sagen. Also ich denke mal, grüß hier auch mal. Standard, normal. Kann sich mehrfach gegrüßt fühlen. Wir haben noch ein paar Simulationen vor uns. Und zwar ganz schlimme Sachen. Das müssen wir noch aufnehmen. Da seid ihr also wirklich live. Und was ich euch versprechen kann, da muss ich gucken. Das eine oder andere müssen wir da vielleicht noch machen, aber das wird dann erst interessant, wenn es wirklich abgesendet ist. Ihr kriegt bald endlich die zweite Season oder eher schon fast die dritte Season der Game Shows. Das einzige Problem, ich fauler Sack und deswegen habt ihr die auch bis jetzt noch nicht gesehen. Ich muss da Thumbnails basteln. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Weil halt YouTube nämlich schon wieder rumhantiert mit Auflösungen und oh, wieder so ein Scheiß gemacht. Wie immer. Aber ja, kriegen wir schon hin. Weil ich muss nämlich gucken, dass die so ein bisschen so nehmen lassen, wie ich die früher gemacht habe. Und ich mache die heute eben anders. Das habt ihr schon gemerkt. Ich habe jetzt verschiedene Systeme. Ich mache sogar teilweise einfach, wenn ich ein ganz fauler Sack bin, mache ich nur das Cover und nicht mal irgendwas drumherum. Weil das ist von der Viewzahl ist das gleich. Ich muss nur gucken, ob ich bei Playlisten wirklich nur einen Thumbnail mache mit einer Zahl oder da ein bisschen Abwechslung. Das weiß ich noch nicht. Ich finde Abwechslung immer ein bisschen besser. Ist nur eben Arbeit. Und du kannst es nie im Voraus machen. Und das macht manchmal auch keinen Sinn. Also zum Beispiel hier bei Castlevania jetzt keinen Sinn gemacht, weil du siehst ja da keinen Unterschied. Bei Avengers macht es vielleicht noch Sinn, weil da hast du auch ein bisschen was von anderen Landschaften. Wobei du natürlich, wenn du 3 Stunden dasselbe Rätsel hast, dann macht es dann auch wieder keinen Sinn. Aber egal. So, wir sind jetzt bei 18 Minuten. Du Scheiße. 20 Minuten, nee, ist Zocker. Ja gut, dann beschweren sich Leute wieder nicht, die Videos zu kurz sind. Ich habe übrigens darauf geachtet, dass in diesem Special die Videos eigentlich konsequent mindestens 10 Minuten oder länger sind. So möchte ich es auch handhaben. Wobei bei einigen Systemen macht es eben wie schon halt keinen Sinn, ne? Also, wenn das Ding ein Game in 3 Minuten gezeigt ist, das ist in 3 Minuten gezeigt, ne? Und ich habe eine Möglichkeit, das kann ich auch nochmal erzählen, das ist ja vielleicht für Leute interessant, da sind wir da hier, der High Retro Game Lord und noch andere. Ich habe jetzt eine Möglichkeit, die ein paar Homebrew-Sachen vom Videopack zu zeigen. Da kommen wir auch noch zu. Also das kriegt ihr auch noch, das ist kein Thema. Und was hier zum Beispiel, wurde auch schon, das ist auch schon wieder geil, da wurde auch schon wieder rumgenörgelt. Komm nämlich die Disc Games für den MSX. Du kennst die doch eh nicht. Du weißt doch sowieso gar nicht, was hier da auf dich zukommt, du Vogel. Kommt, ja. Also ist auch nicht die Welt. Nur wie schon, was ich mir angucken muss, die Collections muss ich mir angucken, weil da weiß ich nicht, ob ich die zusammenfasse oder ob ich da einfach nur ein Video zu mache. Das ist immer noch das kleinste Thema. Alles andere ist relativ schnell gemacht. Da gibt es ein paar Sachen von, da gibt es 2 Games von Snatcher, die sind interessant. Der Rest ist es nicht. Und was Prototypen angeht, scheinbar gibt es wirklich nur einen, der fertig ist. Den kann ich euch dann auch zeigen. Aber der ist auch nicht toll. Also,
vor allem ein Prototyp ist auch lustig. Man würde so sagen, wenn man den sieht, okay, das ist ein Hack. Also. So. Jetzt nochmal eine schöne Kombination. Na, komm. Na, oder auch nicht. Ein bisschen die Luft raus, wie in dem Ball hier. Da ist nichts zu tun. Oh, Mada. Das macht die Sache nicht spannender. Übrigens, die Dudelmusik kann ich auch schon nicht mehr ertragen, die da gerade läuft. Ach so. Bei den Blackbox Games gibt es vielleicht auch noch eine Sache. Da haben sie auch Leute irgendwie schon echauffiert. Ja, zeigt doch mal das und das vom NES. Macht doch keine Sorgen. Wir kommen auch noch zu den Sachen, die man auf dem NES sehen muss. Zu den unglaublichen Klassikern. Aber Nintendo und Sega ist in der Retro-Community ein wenig überrepräsentiert. Da gibt es noch ein paar 64er Sachen, die ich nach meiner Meinung interessanter finde. Aber wie gesagt, ich werde nicht übermorgen aufhören. Kein Wenix. Ja, keine Panik. Und, oder Wenixit. Oder wie auch immer du es aussprechen willst. Oder Wexit. Ich glaube, Wexit ist das Beste. Das habe ich schon gleich was für den Anzeigemontag. Ein Wexit. So, pfeif ab. Komm, dann muss ich nur noch ein einziges Video aufnehmen und dann kann ich mir vielleicht das Season Final reinziehen. Im Augenblick ist England-Island Minute 33, übrigens, falls euch das interessiert. So. Das war Soccer auf dem NES und jetzt kommen nochmal für mich nochmal ein Nintendo-Produkt. Für euch kommt jetzt eben, wie schon gesagt, Deutschland, Italien. Und das, was ist das denn? Sind das Aerobic-Klamotten? Quasi nie, die fritzen seltsam aus. Wenn ich nicht wüsste, das gibt total Ärger auf YouTube, würde ich da jetzt irgendwie hier She's a Maniac drunter legen. Aber egal, ihr könnt das selber machen. Oder Flashdance oder so. Egal. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Es gibt den Daumen runter, es gibt den Daumen rauf, es gibt den Daumen in der Mitte. Nee, gibt's nicht, aber ihr schafft das schon. Abonnieren, kommentieren, bewerten. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.